Mit Ramazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, und wir sind wieder hier in der Wüste. Kurz vor der Hütte, wo wir den Jäger Dave suchen bzw. finden sollen. Und da werden wir mal schauen, ob wir ihn finden. So, guck mal. Ich finde es klasse, dass hier Bewegung im Land ist. Also, ich rede gerade von den Autos. Finde ich sehr cool. So, warte mal, das holen wir uns direkt. Und wir müssen uns mal beeilen, denn die Aufnahme, die ich gerade mache, ist direkt nach der ersten Aufnahme. Und ich stand jetzt so lange gerade rum und es wird gerade dunkel. Eine Nachricht? Rufname Bluthorn. Also mutiertes Doppelhorn gesichtet, Rufname Bluthorn, Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv, sonstiges, offener Jagdauftrag für Tauti oder Tautai, ich weiß es nicht. Tautai sind auch Gegner hier im Spiel. Das sind die, glaube ich, sogar. Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen! Denkt dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Hier, Mitte! Hut ab, Gladio! Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Oh. Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tauti genannt. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht nett. Das geht so weit. War ein Ausrutscher. Ist dort jemand? Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke. Nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und hänge hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Klar, kein Problem. Was springt für uns dabei raus? Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lauscher auf. Nockt, also wirklich. Du kannst doch dem armen Kerl kein Geld abknöpfen. Ja, wir haben keine Kohle, Alter. Was ist denn los? Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten.
Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Stolz. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Machen wir Licht. So, das nehmen wir erstmal mit. Das werden wir brauchen. Oder könnten wir gut gebrauchen, sage ich mal so. Das ist das Einzige, was mir an diesem Final Fantasy irgendwie nicht gefällt. Dass man hier Magie farmen muss. Das ist, finde ich irgendwie nicht cool. Und dass man aus diesen Magiesteinen, die man da absorbiert, Magieflakons herstellen muss. Das finde ich, ehrlich gesagt, uncool. Ist so richtig untypisch, aber auch irgendwo kommt das dem Realismus zugute, finde ich. Irgendwo. Aber ich finde es halt uncool, denn es heißt ja Final Fantasy und nicht Final Realismus. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber egal, so, wir sollten uns jetzt hier zelten. Bleiben wir hier. Wir sollten jetzt hier zelten. Ich baue das Zelt auf. Denn hier in diesen Final Fantasy nachts rumzulaufen, ist sehr fatal. Habe ich schon gemacht. War ich so, keine Ahnung, Level 9. Und da bekommt man es mit Gegnern zu tun, mit denen man es nicht zu tun bekommen will. Wobei ich sagen muss, ich habe in dem Falle den Gegner platt gemacht, eiskalt. Und das war ein Eisengigant oder wie heißen die? Eisengigant oder Stahlgigant? Weiß ich jetzt nicht mehr. Level 30 habe ich mit Level 9 einfach weggenatzt. Hat zwar ein bisschen gedauert, der Kampf, aber war cool. So. Jetzt können wir Essen zubereiten. Ich glaube, dieses Essen hier zum Beispiel ist durch die Premium Edition. Glaube, wird bei der Deluxe Edition auch dabei sein. Und das werde ich auch machen, weil Angriffskraft plus 100 ist gut. Beim Rennen sinkt die Ausdauer nicht. Das ist sehr gut. Wir können die ganze Zeit einfach rennen. Und schützt vor Gift. Wir lernen mit der Zeit immer mehr Rezepte natürlich. Aber das ist selbst später noch eine ziemlich gute Wahl, wegen dem Rennen halt. Guck mal, das sieht so geil aus. Das sieht so übelst lecker aus. So. Steigen wir erstmal ein paar Levels. Komm, eins geht noch. Nein, geht's nicht. So, Level 3. Und wir sehen schon, jeder hat seinen eigenen Skill, also extra Skill. Bei Noctis ist es Angeln. Gladiolus hat Überleben. Umso höher die Stufe ist, umso bessere Sachen findet er nach einem Kampf. Also Supertränke, Äther und weiteres. Ignis ist der fürs Kochen zuständig ist und Prompto fotografieren. Wenn ihr euch fragt, was ist fotografieren, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar Fotos. Unterwegs macht Prompto viele Fotos, beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto im Fotografieren sammelt, desto besser werden seine Bilder. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, Fotos kannst du in sozialen Netzwerken teilen. So, das Bild habe ich beim ersten Mal spielen auch gehabt. Das ist so ein Standardding. In die ist er verliebt.
Und dann geht's, glaube ich, schon los. Er macht tatsächlich auch verschiedene Bilder. Also er macht nicht bei jedem Spiel dasselbe Bild. Er macht jedes Mal so die Bilder, wie er... Was ist das? Da liegt ein Vieh. Ach, jetzt erkenne ich's. Alles klar. Alter. Wenn ihr erkannt habt, was das ist oder inwiefern was das ist, dann schreibt's mir doch mal in die Kommentare. Sieht sehr lustig aus. So. Da sind coole Bilder dabei. Muss ich mal so sagen. Ja, komm, wir speichern das mal ab. Dann können wir das hier noch... Macht dann direkt ein Fotoalbum, weißt du? Und das hier noch. So, die alte will ich nicht. Wo da schön die Titten drauf sind. So. Ja, speichern können wir überall. Bla bla bla. Sid ist schon seltsam. Sid zog Sidney so liebevoll groß, wie er den Regalia gewartet hat. Ein normaler Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. So, jetzt müssen wir dahin. Leider müssen wir zum Anfang jetzt erstmal alles ablaufen. Aber wir haben jetzt den Skill. Oder beziehungsweise den Buff durch das Essen, durch das Buff-Food. Haben wir jetzt den Buff, dass wir jetzt unendlich rennen können. Ansonsten müssten wir ja alle 100 Meter stehen bleiben. Ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden? Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. So, da vorne ist das Viech. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun. Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Okay, dann wollen wir mal. Ich mach das. Ja, mal gucken, ob wir jetzt eine Kombo hinbekommen. Genau, zack. Boah, dieses Vieh, Alter. Ist ganz schön wuchtig. Das war kein Problem. War voll einfach. Ich hab's auch mittlerweile schon raus. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Ah. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Und, ach so, wenn ihr möchtet, könnte ich ihn euch bei der Gelegenheit auch etwas tunen. Ja, gern. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Das ist das Extra. Kommen wir noch mal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito, der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist's hinterm Steuer einfach zu eng.
So, nehmen wir natürlich gleich alles mit. Können wir gebrauchen. So, wir sollen den Regalia abholen. Natürlich werden wir ihn jetzt noch nicht so viel gebrauchen. Aber dann bald. So, ich glaube, wir haben ein Stück zu laufen. Ja. Auf jeden Fall ist es ein ganzes Stück, was wir jetzt laufen müssen. Aber ich denke, das ist kein Problem. Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Sydney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? Alter, der war ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Das übelste Viech. Den werden wir auch nochmal aus nächster Nähe zu Gesicht bekommen. Der ist so groß, Alter, der Vogel. Das ist Wahnsinn. So, hopp. Da drüber. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Gegner, dass wir noch ein paar EP mitnehmen können. Ja gut, jetzt sind wir eh gleich da. So, wir könnten ja mal rennen. Nachher eine kleine Pause? Allerdings. So, da sind wir auch gleich da. Da wären wir. So, und da ist er, der Regalia. Und das ist die Laviathan-Lackierung. Die gibt es nur bei der Deluxe und bei der Premium Edition gibt es sie nur. Ansonsten bekommt man irgendwas anderes, irgendeine andere Lackierung. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Gebt gut darauf Acht. Ach ja, und Hoheit? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Ja, natürlich. Machen wir. Gibt alles EP, gibt klar. Alles Geld. Warum nicht? Vielen Dank. Und also, gleich eine Info am Rande. Ich werde jede Nebenmission machen. Die Lieferung ich werde nicht... Besitzer. Strikt das Spiel durchrennen, um es fertig zu bekommen, denn ich möchte Spaß an dem Spiel haben. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass es extrem viele Folgen werden, wenn man jede Mission macht. So, ich möchte fahren, ja. Wir können eh nicht lange fahren auf der Map. Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Wir fahren... glaube ich, bloß bis zur nächsten Mission und dann fährt er wieder. Und dann bekommen wir erst wieder das Ruder in der Hand, wenn wir auf der nächsten Map sind. So. Ich würde sagen, genau, möchte ich euch das mal kurz zeigen. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet.
Ja, möchte ich. Individualisierung und Tuning. So, dann haben wir nämlich hier die Farbe. Welche Farbe möchtet ihr für die Sitze? So, da möchte ich bitte weiß. Weiß. Ach, monochrom ist weiß, okay. Und? Die Felgen. Was ist mit den Felgen? Das ist meine Lieblingsfarbe, das sieht echt gut aus, aber es passt jetzt gerade nicht. So, mach mal so. Welche Farbe soll's sein? Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Welches Design möchtet ihr gerne? Was für euch dabei? Welches Design möchtet ihr gerne? Was für euch dabei? Ja, da bekommen wir später noch einige dazu. Bist du dir sicher? Dann mache ich mich mal ans Werk. Fertig. Na, was sagt ihr? Wunderschön. So, das hätten wir. Wir machen erstmal die Mission alle jetzt. Beziehungsweise diese Folge noch, jetzt diese Mission und die anderen Jagdaufträge. Ich werde alles machen, was wir bekommen. Wir alles. Haben so viel gemeinsam. Aber ich habe bestimmt keine Chance bei ihr. Weil? Du bist schon wieder am Tag träumen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee, wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Jo, ich wollte euch bloß das Gespräch mal kurz hören lassen. Vorsicht! Die Jagdsaison ist eröffnet. Das ist ja richtig ein Spaß. Kinderlein. Hier bin ich! Angriff! Verlass dich drauf! Wie fandst du das? Sauber! Gladio, los! Komm, Attacke. Los geht's. Wie ist's hiermit? So. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Ja, auf normal werden wir... Wartet mal. Auf normal braucht man auf jeden Fall diese Nebenmission mehr als jetzt zum Beispiel auf leicht. Da es auf leicht halt leicht ist. Aber so werden wir die mehr auf diese Nebenquests angewiesen sein. Wohl. Ach krass, die sind schon wieder da. Die sind aber jetzt schnell respawned. So. Sydney hat einen Freund? Garantiert nicht. Woher weißt du das denn so genau? Das sieht man doch auf einen Blick. Die stellt viel zu hohe Anforderungen an einen Mann. Hört sich an, als hätte sie dich abblitzen lassen. Ach Quatsch, ich bin doch viel zu beschäftigt damit, unsere eigene Prinzessin zu beschützen. Der meint, glaube ich, uns mit eigener Prinzessin. Naja. So. Na, schauen wir uns das mal an. Was gibt's? Sieht scharf aus, oder? Sieht das lecker aus. So. Oh,
Was darf es heute sein? Beeindruckend. Haben wir uns ein bisschen Kohle verdient. Hier meine Infos. Gern. Was denn? So, wollen wir das mal essen? Aber... ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu teuer. Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen. Ach so, im nächsten Auftrag noch abholen. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Ordentlich? Was kann ich für euch tun? Geht ihr für uns auf die Jagd? Ja, mache ich. Sehr freundlich. Bereitet euch gut vor. So. Alles klar, Leute. Ist ein bisschen heute ein bisschen vorzeitig beendet, aber naja, gut, wegen den 3 Minuten. Wenn ihr sehen wollt, wie wir dieses Ungeziefer beim nächsten Mal beseitigen, dann schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, mit Ramazama durch die Gamerwelt. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Und wir müssen mal kurz speichern. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.